Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, DFF, wie wir jetzt heißen, genau. Ist immer noch ein Zungenbrecher, aber wir gewöhnen uns dran. Nein, also das ist heute unsere Reihe, was tut sich im deutschen Film? Einmal pro Monat zeigen wir ein aus unserer Sicht herausragendes aktuelles Kinowerk und das heute ist noch dazu eine Preview vor Kinostart, also was sehr Exklusives. Schon mal einen großen Applaus, bevor ich euch vorrufe, für Katharina Wackernagel und Jonas Grosch, die heute hier sind. Toll, dass ihr gekommen seid. Genau, das ist eine Reihe in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt und Sie wissen es, viele von Ihnen sind ja nicht das erste Mal hier, wie ich sehe. Nach dem Film gibt es dann ein Gespräch hier vorne. Ulrich Sonnenschein wird es führen. Er ist Moderator auch beim HR, bei HR2 und schreibt eben auch für EPD Film. Und die werden erstmal so eine halbe Stunde unter sich reden und dann haben sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ja, sollte jetzt noch jemand hier sein, der tatsächlich das erste Mal hier ist, bei uns gibt es keine Werbung vorweg. Bei uns gibt es, wie ich immer schön sage, einen thematisch passenden Vorfilm. Und selten passte er besser als heute, denn es ist tatsächlich das erste Werk, das erste Filmwerk der beiden, die uns diesen Langfilm präsentieren. Es ist ein Film, der noch jetzt uns auf 16 mm tatsächlich gezeigt wird. Think Positive, was ein super Titel ist ohnehin. Und das Ganze ist aus dem Jahr 1999. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nein, also 20 Jahre her. Tatsächlich, wir werden gleich erfahren, wie alt die beiden da waren. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Und ich sag mal, ganz viel Spaß mit dem allerersten Werk von Katharina Wackernagel und Jonas Grosch. Viel Spaß. Willkommen in Frankfurt. Danke. Ja, 20 Jahre danach, wie hat sich's angefühlt, ihn jetzt zu sehen? Ja, also ich habe ihn jetzt bestimmt seit 20 Jahren, auch seit 15 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen, aber hat Spaß gemacht. Ja, ich habe vorhin gefragt, wie alt wart ihr denn da tatsächlich? Also ich glaube, 99 war wahrscheinlich das Rausbringungsjahr. Ich meine, ich war 18, Jonas war 16, als er das Drehbuch geschrieben hat und ja, das war halt so unser erstes Ding. Stark. Und ihr habt das tatsächlich auf Film gedreht, Jonas, ne? Also wir haben den Film auf Super 8 gedreht und haben ihn dann später auf 16 aufgeblasen und so einige Kniffe und Fingerfertigkeiten, die sind eigentlich durch diverse Fehler auch entstanden. Also dazu gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass wir diese Szene, die Jungs, die sich unterhalten, das ist im alten McDonald's am Zoo. Direkt von dem gegenüber vom Berliner Zoobahnhof. Da war früher auch noch Rauchen erlaubt. Ich denke immer, wenn ich jetzt das angucke, so, seltsam. Auf jeden Fall hatten wir keine Drehgenehmigung und dann haben wir uns entschieden, die Kamera in so eine Sporttasche einzubauen. Deswegen ist es nur eine Einstellung. Und dann kam aber irgendwann dieser kleine Junge und hat so sein Getränk direkt vor unserer Linse. Aber er ist ja dann zum Glück auch weggegangen. Es war aber, die Szene war, glaube ich, weiß ich nicht, 6 Minuten oder so und auf dem Super 8 Streifen sind ja nur 4 Minuten drauf und wir mussten einmal umlegen und dadurch ist dieser Black entstanden, hat aber gut gepasst. Total. Und also, es gab ja noch gar nichts Digitales großartig, das heißt, ihr musstet ja wirklich auf Film drehen. Habt ihr da noch wirklich was von bei gelernt, was euch heute noch hilft oder so? Also ich muss sagen, jetzt helfen in dem Sinne weiß ich nicht, aber ich finde es schön, dass wir so diesen Weg gegangen sind, wirklich mit Super 8 auf 16 aufblasen, den nächsten Film haben wir dann auf 16 gedreht, auf 35 aufgeblasen und so weiter. Also diese ganzen Prozesse einmal wirklich gemacht zu haben, auch noch so original Filmrollen zu Hause zu haben, die jetzt hier, das finde ich auch irgendwie, war ich total erleichtert, dass es alles gut funktioniert, weil ich weiß nicht, wie die jetzt die ganze Zeit gelagert war, aber ist alles noch so wie vorher. Wir sind begeistert. Ja, und tatsächlich 20 Jahre später ist es jetzt ja dein Regiedebüt, was wir heute sehen werden. Also dein Langfilm-Regiedebüt. Wieder in derselben Konstellation. Möcht ihr vielleicht mal sagen, also ihr seid ja auch familiär verbandelt, Jonas. Vielleicht magst du es mal erzählen? Genau, ja, also wir sind Geschwister und deswegen war das auch möglich, dass ich mit 16, Katharina hatte da gerade in einer Serie angefangen als Schauspielerin und war dadurch natürlich sehr vernetzt, auch was einfach Filmleute angeht. Und dann habe ich ihr das Buch geschickt und dann hat sie gesagt, hier sind gerade 2 Kollegen von mir und wir machen das bald, also relativ kurzfristig geplant. Und seitdem haben wir eigentlich diese Arbeitsbeziehung aufrechterhalten, beziehungsweise natürlich immer mehr intensiviert.
Ich habe eben früh angefangen, Drehbuch zu schreiben, wollte aber auch immer schon Regie führen, habe dann auch bei 3 Kinofilmen Regie geführt. Da hat dann Katharina immer mitgespielt und Katharina hat aber immer gesagt, sie will auch mal einen Langfilm machen. Und jetzt war es soweit. Jetzt war es soweit. Ja, wie kam es dazu? Also das Buch Wenn Fliegen träumen hat Jonas schon vor längerer Zeit geschrieben. Wir wollten das vor, sag nochmal, wann war es? 2005 geschrieben. Damals wollten wir das auch machen. Es ist allerdings so, dass wir den Film nicht nur selber produziert und finanziert haben, sondern eben auch zu der Zeit noch nicht so uns getraut haben, einen Film im Ausland und Norwegen und Schnee und Autos und was weiß ich, das sind alles, also wir haben uns sozusagen diesem Buch angenähert. Wir haben vorher 3 andere Kinofilme gemacht, 2 davon in Berlin und haben erstmal so unseren Stab und Leute aufgebaut und jetzt stand das irgendwie an, dass wir das noch machen wollten und ich hatte mir vorgenommen, vor meinem 40. Geburtstag möchte ich zum ersten Mal Regie gemacht haben bei einem langen Film und wir haben es. Was dir gelungen ist. Sehr schön. Ja, es ist auch der perfekte Film zu diesem heißen Wetter draußen. Wir haben schon gehört, es geht in den kalten Norden, also besser kann es nicht werden. Tatsächlich, die Sonne scheint trotzdem, genau. Nachher gibt es das. Genau, ja. Nachher gibt es das Gespräch mit Herrn Sonnenschein. Tatsächlich dann auch hier vorne. Freuen uns da sehr darauf. Vielleicht noch ganz kurz: Das hatte Premiere in Hof, auf den Hofer Filmtagen. Ist ja ein sehr renommiertes Festival. Wie habt ihr es erlebt? Wie waren da die Reaktionen? Das war sehr schön. Wir hatten zwei Vorstellungen und für mich war es natürlich mega aufregend, zum ersten Mal so im vollen Saal zu sitzen und Reaktionen mitzubekommen. Ich fand danach auch die Publikumsgespräche sehr spannend, weil irgendwie, ich glaube schon, dass dieser Film viele nicht jetzt Fragen aufwirft, weil er so geheimnisvoll ist, sondern einfach, glaube ich, es viele Perspektiven gibt, in denen man den Film betrachten kann. Und das finde ich sehr spannend, mich darüber auszutauschen. Darauf freuen wir uns sehr, das machen wir nachher dann auch. Und jetzt schon mal großen Applaus, toll, dass ihr hier seid. Wenn Fliegen träumen, viel Spaß beim Film. Puh. Oh. So. Bisschen abgehetzt. So, umso ruhiger wird das Gespräch jetzt. Sie wissen, dass Sie heute Abend hier die Frau begrüßen können, der die deutsche Nationalmannschaft ihren ersten Weltmeistertitel verdankt, ja? Zumindest in der Wunderwelt des Films zumindest. Für alle, die das Wunder von Bern nicht gesehen haben, da spielt sie eine junge Mutter, schwanger, noch werdende Mutter, die unbedingt verhindern muss, dass ihr Kind Roswitha heißt. Und Roswitha wird es heißen, wenn die deutsche Mannschaft verliert und der Mann entscheiden darf, wie der Name ist. Wir wissen, die Geschichte ist anders ausgegangen. Roswitha heißt heute wie? Carla. So. Dieser Film hier kam mir so ein bisschen vor wie ein Therapieangebot für Menschen, die in Schauspielerfamilien aufgewachsen sind. Kann man das so sehen? Ja, aber auch für alle anderen Menschen, die nicht in Schauspielerfamilien aufgewachsen sind. Das ist generell ein Therapieangebot. Also es ist schon ziemlich eklatant oder deutlich, wie viele Menschen hier mitspielen, die der Sohn von Winfried Latzeder, der Sohn von Burkhard Klausner, die Kinder von Sabine Wackernagel und so weiter. Also ist das Zufall oder habt ihr so einen betroffenen Treffen ab und zu in Berlin? Das ist tatsächlich Zufall. Also wie gesagt, Robert Glatzeder kenne ich schon ganz lange, habt ihr auch gesehen, genau. In dem Kurzfilm. Mit dem habe ich schon mit 17 gemeinsam gedreht und Johannes Klausner habe ich getroffen bei den Dreharbeiten zu dem Adlon-Mehrteiler. Da spielte er einen Pagen und ich spielte, weiß ich gar nicht mehr genau was, aber wir waren irgendwie immer bei irgendwelchen Fotocalls und fühlten uns eigentlich nicht so richtig dazugehörig und haben uns gut verstanden. Und dann habe ich in der Zeit mit Jonas zusammen Beste Freunde gedreht und dann spielte Johannes bei uns mit. Und danach war irgendwie klar, das ist ein cooler Typ, der muss bei uns mal groß rauskommen.
Und das haben wir spätestens mit seinem Auftritt, finde ich, in Slow Motion in die Wirklichkeit umgesetzt. Aber es gibt starke Verbindungen der einzelnen Leute zu dem Film. Das ist jetzt die ernsthafte Ebene. Man spielt in so einem Film nicht mit, weil man irgendwie eine große Gage erwartet. Soltan Paul zum Beispiel spielt quasi ja sich selber. Also da gibt es einfach persönliche Verbindungen. Das ist so eine Herzensangelegenheit. Genau, das ist es. Ob das jetzt von jedem als Therapieangebot aufgefasst wird, im besten Fall haben wir nebenbei noch ein bisschen therapiert, aber in erster Linie haben wir viel Spaß miteinander gehabt, das stimmt schon. Wenn man jetzt erwartet, einen Film mit Katharina Wackernagel, dann denkt man, es spielen zwei Schwestern die Hauptrolle. Natürlich ist eine dieser Schwestern ist Katharina Wackernagel. Nein, man wird da so ein bisschen enttäuscht. Als Drehbuchautor hast du nicht gesagt, komm, nimm die Rolle der Schwester? Nee, es war tatsächlich so, dass, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe das Buch 2005 geschrieben und ich habe damals schon die Nina Weniger, die jetzt auch die Hanna gespielt hat, die eine der weiblichen Hauptrollen, die hatte ich damals schon im Kopf und aber tatsächlich als ihre Halbschwester Katharina. Und wir hatten, wie gesagt, lange vor den Film zu machen und über die Jahre hinweg habe ich auch das Buch natürlich weiterentwickelt. Das war jetzt nicht genauso, wie ich es damals geschrieben habe. Und als es um die Umsetzung ging, haben wir irgendwie gemerkt, irgendwie war Katharina ein bisschen aus dieser Rolle rausgewachsen oder irgendwie hatte es für uns zu alt. Ja, das irgendwie hatte es nicht mehr das, was es vorher hatte und wie das dann im Leben manchmal so ist. Haben wir dann aber beide eigentlich gesagt, nein, wir suchen jemand anderen. Und hinzu kam auch tatsächlich, dass Katharina Regie führen wollte und diese Doppelung, wirklich die Hauptrolle zu oder eine der beiden Hauptrollen zu spielen und dann Regie zu führen, hat Katharina auch selber gesagt, lieber nicht. So. Und dann habt ihr so zwei Frauen gesucht, die sich einander besonders ähnlich sehen, um die Schwester genau, zu spielen. Genau. Extrem viele Castings gebraucht, ja, um diese. Genau, um die, dass es eindeutig ist, dass das Schwestern sind. Genau. Ja. Die erste Regie war tatsächlich dieser Kurzfilm, den wir vorhin gesehen haben. Gab es dazwischen eine zweite oder ist der zweite tatsächlich dieser hier? Der zweite ist dieser, ja. Und wie kommt das, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt einfach mal hinter der Kamera Langfilm, ich möchte die ganze Verantwortung und so weiter? Also die Idee dazu war schon länger da. Trotzdem war natürlich diese Konstellation mit Jonas zusammen. Jonas hat die Bücher geschrieben, hat Regie geführt. Die Bücher hatten meistens auch eine große, spannende, weibliche Hauptrolle. Die habe ich mir natürlich dann immer ziemlich schnell geschnappt. Und dadurch waren so diese gemeinsamen Projekte immer in dieser Konstellation eigentlich schon vorgesehen. Bei Wenn Fliegen Träumen war es wirklich so, dass das Buch war da. Das war uns immer wieder präsent. Ich hatte immer wieder gesagt, ich würde gerne Regie führen. Und als wir dann gesagt haben, jetzt sind wir soweit, jetzt trauen wir uns das, im Ausland zu drehen und eben so einen Trip zu machen, dann kam es dazu, dass Jonas gesagt hat, wie wär's denn, wenn du Regie führst? Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht diesen Film gemacht hätten, ich weiß nicht, ob ich das so von mir aus mich getraut hätte, weil die Idee war da, der Wunsch war da. Mit 18 war ich irgendwie noch, da war ich irgendwie mutiger. Ich finde, ich bin irgendwie, je älter ich werde, desto weniger Mut habe ich so, Sachen auszuprobieren. Und ich brauchte, glaube ich, irgendwie diesen Schubs, dass es so passte. Und dann habe ich mich getraut und hatte aber auch dann das Gefühl, es ist eigentlich genau das richtige Projekt gewesen jetzt für mich. Wenn man dich jetzt nicht in den Filmen von Jonas gesehen hat, sondern maßgeblich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder in Kinoproduktionen wie Das Wunder von Bern, dann würde man niemals denken, dass so ein skurriler Humor dein eigen ist. Wie versteckst du den in diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Produktionen? Ja, das, es ist ein bisschen schwierig. Eigentlich würde ich sagen, ist mir das, was ihr jetzt hier heute Abend gesehen habt, sehr viel näher als ungefähr, sagen wir mal, 75% der Filme, durch die ich bekannt bin. Obwohl ich das Spielen leidenschaftlich gerne mache
und auch das Gefühl habe, ich habe auch gute Produktionen abbekommen in den letzten 20 Jahren, hadere ich doch sehr häufig mit dem deutschen Fernsehen und der Erzählweise und frage mich dann doch immer wieder bei Drehbuchbesprechungen, muss das denn jetzt alles nochmal erklärt werden und hat man es denn nicht schon verstanden und kann man denn nicht auch ein Bild dafür finden? Sind wir denn nicht auch irgendwie deswegen auf dieser Flimmerkiste, weil man über Bilder erzählen kann und vermisse oft das Geheimnis oder die zweite Ebene und ganz selten gibt es bei den Produktionen, die ich mache, den Raum dafür. Entweder ich bekomme dann in der Zusammenarbeit mit einem Regisseur so eine Ebene, dass man sagt, ja okay, das lassen wir weg und da finden wir ein schönes Bild dafür und dann werde ich irgendwie 4 Monate später ins Synchronstudio gerufen und dann muss ich auf irgendeinen Gang die Treppe hoch auf meine Schultern irgendwelche Sätze legen, die wir alle gestrichen haben und die dann nachher irgendein Redakteur geschrieben hat, um dann doch nochmal das und das und das zu erklären. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich liebe das Spielen vor der Kamera und bin da, glaube ich, auch sehr flexibel, also mag mich auf alle möglichen Genres und Formate einlassen. Ich bin da jetzt auch nicht picky und sag, nee, eine Serie will ich nicht machen oder dies oder jenes. Also eigentlich bin ich für alles offen, aber ich bin einfach sehr früh in so eine Schublade gekommen. Es hat bestimmt auch mit dem Typ Frau zu tun, der ich bin. Irgendwie das so ein offenes Gesicht, ein bodenständiger Type, dass ich dann häufig so Frauenfiguren spiele im deutschen Fernsehen. Ja, das sind so, die packen an, die wissen aber schon, wo es lang geht und so. Und da bleibt halt oft nicht so viel Platz für Geheimnis. Und Skurrilität, muss ich sagen, vermisse ich im deutschen Film sowieso überall, ob jetzt Fernsehen oder Kino. Skurriles gibt es ganz, ganz selten. Mit dem Humor, also mit den kommerziellen Komödien in Deutschland, tue ich mich auch ganz oft schwer. Da haben wir auch irgendwie so eine andere, so einen anderen Background oder wir durften früher nicht so oft Fernsehen gucken zu Hause und meine Mutter hat aber dann irgendwie so ein paar Videokassetten und kaum waren die Eltern irgendwie aus dem Haus, haben wir Some Like It Hot eingelegt und ich glaube, den haben wir 750 Mal gesehen und können den mitsprechen. Irgendwie habe ich das im deutschen Film nie so richtig gefunden und trotzdem liebe ich es, hier Filme zu machen und will das auch weitermachen und bin auch, was meine Sprache angeht, das ist halt meine Muttersprache und mein Beruf hängt an der Sprache, deswegen bin ich an dieses Land gebunden und ich glaube, dadurch hat sich so über die Jahre das ein bisschen so entwickelt. Ich mache beim deutschen Fernsehen manchmal sehr, sehr schöne, besondere Projekte, aber manchmal auch irgendwie total durchschnittliche, ja, so Fernsehzeugs halt. Aber dadurch habe ich halt eine Basis dann zu sagen, ja, und jetzt macht man unser eigenes Ding. Und da können wir dann auch das Risiko eingehen, dass man sagt, das gefällt dann halt irgendeinem Redakteur nicht. Dann ist es eben so. Der Michael Schneider, der in Ludwigsburg Drehbuch unterrichtet, hat mal gesagt, das deutsche Fernsehen hat vergessen, dass Film zu großen Teilen aus Subtext besteht. Euer Film besteht zu großen Teilen aus Subtext, was ihn sehr anspruchsvoll und angenehm macht. Die Frage ist, wie weit hattest du mit dem Drehbuch das alles schon so vorgeschrieben? Wie viel Platz hast du gelassen für Impro, für Ideen von Schauspielern für das, was Katharina eigentlich von ihren Redakteuren fordert? Oder hast du dahinter geschaut und gesagt, nein, so habe ich das nicht geschrieben? Also ich bin eigentlich ist relativ viel geschrieben und eigentlich auch so umgesetzt. Also es wird nicht so viel verändert. Ich bin aber eigentlich schon auch immer offen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es muss genauso gemacht werden, weil ich Schauspieler haben ja auch oft ein ganz gutes Gefühl für Sprache und oft kommen auch gute Ideen oder Hinweise, wie man etwas ein bisschen anders sagen könnte. Und trotzdem ist der Großteil ist so, wie es geschrieben wurde, auch dann gefilmt worden. So. Also das schon. Und jetzt, was jetzt Katharina angeht, oder auch jetzt die Arbeit mit ihr als Regisseurin, für mich war es eigentlich so auch der Grund zu sagen, nicht selber Regie zu führen, weil ich das Gefühl hatte, dass Katharina nochmal einen anderen Blick und vielleicht auch nochmal einen fantasievolleren Blick auf dieses Buch haben kann, als ich es hätte, der es einfach geschrieben hat. Und da sind natürlich schon auch viele fantasievolle Dinge drin, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie
einerseits haben wir einen ähnlichen Geschmack oder eine ähnliche Richtung oder ähnliche Sicht auf die Dinge. Andererseits hat sie da einfach nochmal was dazugeben können oder hatte ich gehofft und war dann letzten Endes auch so, wo ich mich dann auch gerne von habe, ein bisschen überraschen lassen. Also du hast gesagt, in Deutschland gibt es das kaum. Mir fällt irgendwie nur ein Film ein, den ich so ein bisschen in eure Ebene bringen würde. Das, wir können auch anders von Detlef Buck. Aber es gibt ganz viele Filme aus Norwegen, aus Schweden, auch aus Island, die eben diese Art von Humor haben, der teilweise sehr trocken ist, teilweise bitter und immer wieder sehr skurril, fantasievoll. Sind das so Vorbilder? Habt ihr euch viele skandinavische Filme angeguckt vorher? Jetzt nicht explizit davor, aber ich glaube eben, also neben Some Like It Hot gab es bei uns schon auch immer eher einen Einschlag von skandinavischen Filmen, aber auch französischen Filmen, also eher so das europäische Kino gab es relativ viel, was wir einfach im Laufe unserer Kindheit und dann auch darüber hinaus geguckt haben. So. Also jetzt nicht direkt als Vorbereitung dafür, sondern schon so das, was einen immer, oder Jim Jarmusch oder so, also so diese, ja, so diese klassischen Independent-Filme, die es halt damals gab, die es auch immer noch gibt, aber die ja auch irgendwie, ja. Also ich habe mich zum Beispiel gefreut über diese Backscreen-Szene, wenn sie im Auto sitzen und es so deutlich ist, dass sie einfach im Auto sitzen und im Hintergrund läuft die Landschaft ab, so wie in den 50er Jahren Filme eben gemacht wurden. Genau, und man hat sozusagen nicht nur eine Geschichte, die man erzählt kriegt, sondern das Medium reflektiert sich selbst. Das mag ich. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Leute sagen, was ist das denn für eine dilettantische Geschichte? Es gibt aber, glaube ich, auch einige, die merken das gar nicht. das glaube ich nicht. Haben zum Beispiel. Das glaube ich nicht. Also, was ja auch voll, doch, das glaube ich schon. Ich glaube, das ist. Ist das jedem sofort aufgefallen, dass das. Ja, ist allen aufgefallen? Okay, also ich habe auch ein paar gehört, denen ist es nicht aufgefallen. Was ich auch legitim. Also, das ist natürlich schon eine Entscheidung gewesen, weil unser Kameramann, der war auch ein bisschen hin und her gerissen. Als wir gesagt haben, wir möchten gerne diesen Greenscreen-Look haben, also dass man eben jetzt gar nicht mit Schatten und Spiegelungen arbeitet, die über die Windschutzscheibe laufen und so, weil letztendlich ist es heute, das ist gar nicht so sehr eine Frage des Geldes, möglich, Fahraufnahmen zu drehen, die total echt aussehen. Und dann so. Ich fand das aber schön, dass das dass dieses Auto oder diese Autofahrten auch auf eine Art ein künstlicher Raum sind, in dem die sich bewegen. Es gehörte zu mir ein bisschen, also für mich ein bisschen dazu, wie auch Entfernungen überwunden werden, dass man eben nicht genau nachrechnen kann, ja, aber eigentlich bräuchten sie so und so viele Stunden und dann müssten so und so viele Nächte überbrückt werden und so. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben, glaube ich, 8 oder 10 Sonnenuntergänge in dem Film und letztendlich ist aber eigentlich immer Tag. Und auch dann, wenn Nacht ist, ist es Tag. Also wir haben auch die Hüttensiedlung. Ist auch die Hüttensiedlung, die natürlich eigentlich bei Nacht spielen würde, weil irgendwann müssen sie ja da ankommen und dann wäre Nacht, haben wir gesagt, es ist Tag. Obwohl es natürlich in Skandinavien eigentlich genau umgekehrt ist. Es ist immer Nacht. Im Winter, wir haben dort im Februar gedreht, ist es eigentlich nur 4 bis 6 Stunden überhaupt hell und den Rest des Tages dunkel. Und dadurch, dass wir aber oft im Sommerurlaub in Norwegen waren, da ist es genau umgekehrt. Da wird es irgendwie nur so 4 Stunden dunkel und den Rest des Tages ist es hell. Und wir haben es einfach umgekehrt. Und genauso fand ich das mit dem Auto auch, dass man sagt, wenn wir so einen künstlichen Raum schaffen und die Landschaft da draußen vorbeiziehen lassen, wie etwas, was so, das ist einfach nur dazu da, um eine Atmosphäre zu schaffen, weil den Weg gehen ja die Figuren. Und deswegen fand ich jetzt so ein realistisches, ja, da muss man da noch Reflexionen von Bäumen und was weiß ich auf die Scheiben legen, fand ich irgendwie uninteressant, weil letztendlich ist es das, was wir beim Fernsehen andauernd machen oder beim Tatort. Wir sitzen auch nur in Autos in irgendwelchen Garagen und daneben flattern irgendwelche Monitore. So. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet im Februar in Norwegen zu drehen? Da gibt es doch bessere Monate. Da gibt es bessere Monate, aber das wiederum habe ich als Produzent relativ früh entschieden, weil dadurch, dass wir nicht so viel Geld hatten, ist es einfach außerhalb der Saison, sowohl was die Leute angeht, die den Film machen, also alle, die mitarbeiten, die Schauspieler, also es ist einfach nicht so viel los in der Zeit. Das heißt, du kriegst eher Leute, die auch Lust auf so ein Projekt haben, wo es nicht in erster Linie ums Geld geht, sondern auch darum, irgendwie was Ausgefalleneres zu machen. Und tatsächlich auch, was den Dreh, also abgesehen davon, dass es kalt ist und dass man auch dann dafür sorgen muss, dass es den Leuten zwischendrin auch warm ist,
ist natürlich zum Beispiel dieser Campingplatz, den haben wir quasi, nur unser Team hat den okkupiert in dieser Zeit. Und im Sommer ist da Halligalli und das ist alles voll und du kommst da gar nicht. Also das würde so unglaublich viel Geld kosten, da ein paar Drehtage zu haben. Und wir hatten den kompletten Camping, da gab es noch viel mehr Hütten, in denen wir dann auch gewohnt haben. Und die waren froh, dass wir da waren und die haben uns den Traktor gegeben und so diese ganzen Sachen. Also ne, insofern war das eigentlich eine super Entscheidung und das wusste ich ein bisschen von unserem vorherigen Film, dass einfach diese Winterzeit, wenn du einen günstigeren Film machen willst, eigentlich besser ist. So, du musst natürlich ein bisschen Mehr Kuchen backen, aber das kann sie sehr gut und damit kann man dann wiederum alle Leute besänftigen, die sagen, es ist so geil. Also ich bin mit einer isländischen Autorin so ein bisschen befreundet, die lädt mich jedes Jahr ein, im Februar in ihr Sommerhaus zu kommen in Island. Ich sage immer, Stenun, ja. Sorry, die ja. ewige Nacht ja. kann ich nicht gut gebrauchen. Was eine ganz wichtige Rolle spielt bei dem Film, ist die Musik, die ja großartig ist. Und ich habe jetzt gesehen, dass Robert Glatzeder bei dem Kurzfilm auch die Musik gemacht hat, hier jetzt auch wieder. Nee, hier nicht. Nee. Aber ihr habt die Musik quasi zum großen Teil selbst gemacht. Also ein Musiker, Doc Wenz heißt der, der hatte eine Band, die hieß Mardi Gras BB. Der hat den Score geschrieben, also das, was jetzt nicht die Songs sind. Dann gibt es ja noch ganz viele Songs, das sind bestehende Songs von verschiedenen Bands. Sind aber alles deutsche Bands, die in ihrem Genre einigermaßen erfolgreich sind. Das sind jetzt aber jetzt nicht Bands, die jeder kennt. So. Und die habe ich im Laufe der Jahre, oder immer wenn wir einen Film machen, dann suche ich oft nach besonderer Musik oder das ist was mir auch immer sehr gut gefällt und ja, habe da dann Glück gehabt, da die richtigen zu finden, die dann wiederum auch bereit waren, bei so einem Film irgendwie kostengünstig das beizusteuern, ja. Was uns zu dem Kernthema des Filmemachens bringen, nämlich den Kosten. Ich finde das großartig, dass ihr gezeigt habt, dass man auch in Deutschland, im Land, wo irgendwie Filmförderung an jeder Wand steht, Filme machen kann, die independent, muss man tatsächlich sagen, weil es ein deutsches Wort, unabhängig, ist gar nicht so schlagkräftig, ja, wie das internationale Wort, sind. Also die man macht und man guckt, was passiert damit, wenn das Publikum die sieht. Wie habt ihr das hingekriegt? Was ist naja, das, also, das mit dem Geld? Ja. Also das mit dem Geld ist so eine Sache. Zum einen würde ich schon dazu sagen, wir haben uns das sozusagen so nach und nach aufgebaut. Jonas hat seinen Abschlussfilm an der HFF gemacht, Resistaufstand der Praktikanten. Da hatten wir eine Förderung. Danach haben wir verschiedene Förderungen eingereicht für unseren nächsten Film, Die letzte Lüge. Das war eine Screwball-Musical-Komödie. Das wurde abgelehnt. Dann haben wir gesagt, wir wollen es aber trotzdem drehen, weil Deutschland braucht einfach mal eine Screwball-Musical-Geschichte. Das geht einfach nicht. So, dann haben wir das selber finanziert und da ist es natürlich schon so, wenn man selber so einen Film auf die Beine stellt, dass auch wenn heute vieles digital ist und so, es ist einfach schwierig, so weiterzumachen. Dann haben wir den Film glücklicherweise ans ZDF verkaufen können und haben dadurch sozusagen einen Grundstock für den nächsten Film bekommen. Genau, und beim ersten Film, muss man dazu sagen, haben die Leute alle auf Rückstellung gearbeitet. Das heißt, eigentlich haben sie kein Geld bekommen und haben dann durch unseren Verkauf im Nachhinein aber Geld bekommen. Also ne, haben uns einen großen Vertrauensvorschuss gegeben für das Projekt und haben dann im Nachhinein wurden monetär ausgezahlt. So, das war natürlich schon mal sehr gut und hat uns dann wiederum den Weg gegeben, den nächsten Film zu machen. Und da war es dann ein bisschen ähnlich. Und der wurde dann vom Budget ein bisschen größer und man konnte den Leuten ein bisschen Geld zahlen. Und jetzt bei dem war es, den haben wir dann wieder verkauft bekommen und jetzt konnten wir wieder ein bisschen mehr Geld zahlen. Es ist natürlich immer noch zu wenig und auch jetzt sowas, wo wir jetzt nicht sagen, das ist ein Zukunftsmodell für uns. Und auch nicht für die Leute, die das mit uns mitmachen. Also unser Ziel ist natürlich schon, mehr Geld auch letzten Endes für den Dreh und vor allen Dingen für die Leute zu haben, weil der Vorteil heutzutage ist, man kann tatsächlich mit wenig Mitteln tolle Bilder machen, du kannst tolle Geschichten erzählen, weil es einfach von der Technik her mittlerweile wirklich tatsächlich billiger ist und trotzdem die Arbeitskräfte wollen wir ja eigentlich nicht unter Wert. Die wollen wir nicht ausbeuten. Genau, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit jetzt, was machen wir mit dem nächsten Film, weil ich eben auf der einen Seite immer denke,
Es ist so toll, diese Unabhängigkeit zu haben, so frei zu sein, einfach Sachen selber entscheiden zu dürfen, ohne Rücksprache halten zu müssen. Andererseits, wie du ja auch sagst, es gibt ein Filmfördersystem in Deutschland und wir sind uns jetzt auch nicht zu fein, Förderung einzureichen. Es ist, glaube ich, dann die Problematik, die Stoffe oder die Ideen, die Genres, das, was wir machen wollen, trifft offenbar auch in vielen Punkten nicht so genau den Zahn der Zeit im deutschen Kino. Also das ist die eine Hürde. Die andere ist aber natürlich auch, dass man für eine Filmförderung in Deutschland eigentlich so gut wie immer einen Sender im Boot braucht. Wenn man einen Sender hat, dann hat man eigentlich letztendlich mit den gleichen Redakteuren zu tun, mit denen wir ja auch beim Fernsehen zu tun haben. Und meine Sorge oder das, was mir an diesem Selbstproduzieren, an diesem Independent-Ding so gut gefällt, ist eben, sich zu lösen von dem, was es sowieso schon gibt. Und da ist es halt immer die Frage, geht man jetzt Kompromisse schon im Vorweg ein mit den Sachen, die man einreicht, oder versucht man es doch nochmal auf eigene Faust und versucht dann später Geld reinzukommen? Also da sind wir eigentlich noch nicht so richtig klar, wie das sein soll, weil die Unabhängigkeit ist toll. Mhm. Aber ein bisschen Geld wäre auch Man super. Muss ja leben irgendwie, ne? Also das sollte, nee, also jetzt abgesehen von dem Leben, ich meine, dass solche Projekte, dass man damit nicht reich wird oder dass so, das ist sowieso klar. Das ist, glaube ich, jedem Independent-Kinomacher in Deutschland klar oder wahrscheinlich überall. Aber mir geht es jetzt vor allem darum, die Leute zu bezahlen. Mhm. So. Weil dass man irgendwie halt das gestemmt bekommt, auch so ein Auslandsdreh und alle wohnen zusammen in Hütten und so, das war eine super Zeit, aber es ist natürlich dann trotzdem, es ist die Arbeitszeit der Leute und ich fände das halt toll, wenn wir beides hinbekommen würden, unsere Geschichten zu erzählen und trotzdem unser Team vollwertig zu bezahlen, wie bei jedem anderen kommerziellen Kinofilm auch. Geht zu Jörg Himmstedt vom Hessischen Rundfunk, der teilt wenigstens euren Humor. Der macht manchmal so verrückte Sachen. Ja, cool. Was hast du mitgenommen von der Regiearbeit für dein Schauspieldasein? Du hast wahrscheinlich sehr viel als Schauspielerin mitgebracht hinter die Kamera und warst sehr empathisch, was deine Darsteller anging. Aber umgekehrt, was hast du jetzt so für dich mitgenommen in das Schauspielerleben? Also ich glaube, das Wichtigste jetzt erstmal, was ich dann direkt in die weitere Arbeit als Schauspielerin mitgenommen habe, war, dass ich gesehen habe, wie unterschiedlich Schauspieler sind, also wie unterschiedlich die betreut und inszeniert werden wollen. Die einen brauchen ganz viel Zeit und die anderen brauchen ganz wenig Zeit und die wollen ganz viel reden vorher und die anderen wollen gar nicht reden, die wollen sofort drehen. Der eine ist im ersten bis zum dritten Take super, der andere, der fängt erst beim vierten Take an, warm zu laufen und ist dann beim neunten Take super. Wenn du die dann alle in einem Bild hast, dann denkst du zwischendrin so, Mann, ey, was ist los? Aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin immer am Anfang gut. Ich bin 1 bis 3 gut und dann wird's schwach und dann ab 13 wieder aufwärts wird's gut. Oh, 13 klappen, wunderbar. Nee, und ich fand es schon auch, ich habe natürlich oft als Schauspieler schon gesagt, so, oh, diese Regisseure, die können sich nicht entscheiden und haben keine Ahnung, was sie wollen und so. Also ich war so ein bisschen, bin da so ein bisschen lässig reingegangen. Nachher war ich total geschockt, wie stressig das ist. Dauernd muss man irgendwas entscheiden und dauernd muss man irgendwie ganz klar sagen, was man wie haben will und so. Also das hat mich teilweise auch ganz schön überfordert. Und dann hast du die Entscheidung einfach nicht getroffen? Nein, ich habe die schon getroffen, aber war natürlich dann auch noch ganz lange danach beschäftigt mit dieser Entscheidung und hätte aber eigentlich schon was anderes entscheiden müssen. Das hat mir dann glücklicherweise der Jonas abgenommen. Aber also da ist mir dann klar geworden, aha, es ist also doch ein ziemlich stressiger Job. Aber was jetzt dieses Entscheiden angeht, ich bin jetzt, glaube ich, nie eine Schauspielerin gewesen, die viel rumdiskutiert hat, aber was mich immer so ein bisschen abgeturnt hat, war, wenn man eigentlich so eine Linie hat für eine Figur und weiß, wie die funktioniert und dann kommt ein Regisseur und sagt, ja, wir haben jetzt die ernste Variante gedreht und jetzt mach's doch alles nochmal ein bisschen leichter, ein bisschen offener, ein bisschen fröhlicher und so. Und ich dann dachte, aber warum?
wir wissen doch, wie die ist. Und außerdem habe ich die Szene danach schon gedreht. Und ich will das nicht machen. Ich finde es eigentlich blöd. Das hat für mich bedeutet, der Regisseur hat eigentlich keine Ahnung, was er will. Jetzt habe ich gemerkt, es ist aber oft ganz anders, als man denkt. Weil nachher, wenn man den Film schneidet, schiebt man Szenen hin und her und baut Situationen anders. Und plötzlich gibt es auch so einen Gesamtrhythmus des Films. Und dann merkt man, wenn diese zwei Schwestern am Anfang schon so locker miteinander sind, dann gibt es gar nicht mehr die Fallhöhe. Also muss man am Anfang noch ein bisschen ernster sein und so. Und ich habe mir total gewünscht, dass ich noch mehr Varianten von etwas gehabt hätte, die ich eben nicht hatte, weil ich mir so total klar und sicher war, was ich wollte und so. Und das fand ich sehr interessant. Und da bin ich jetzt, glaube ich, auch lässiger geworden selber beim Spielen, weil ich das jetzt zum ersten Mal so begriffen habe, dass der Film natürlich auch lange, nachdem ich das Set verlassen habe und wahrscheinlich irgendwie schon einen anderen Film mache, dieser Film natürlich sich beim Schnitt zusammensetzt. Und da muss ich sagen, das andere ist eben der Schnitt an sich. Das hat mich auch total umgehauen. Also ich dachte auch immer, ich als Schauspielerin, ich bestimme die Geschichte meiner Figur, ich habe die in der Hand und es ist überhaupt nicht so. Letztendlich sitzt der Cutter da und der Regisseur und die ziehen die Fäden, wie ich aus der Szene rausgehe und in die Szene reingehe und so. Und einerseits hat es mich irgendwie ein bisschen frustriert als Schauspieler, andererseits hat es mich auch beglückt als Regisseur, dass ich dachte, was ist alles möglich? So, also hast du tatsächlich den Schnitt mit inszeniert oder hast du hinterher gesagt, ich habe hier 45 Stunden Material und dann schneiden wir mal? Nee, also wir haben das schon, also Jonas war da zum Glück die ganze Zeit dabei, sonst hätte ich das, also sonst wären wir heute noch nicht fertig mit dem Schnitt, glaube ich, weil ich auch mich oft gar nicht entscheiden konnte. So. Nee, das war schon gut, aber es war sehr viel schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. So, wie profitiert Nina Petersen von dieser Geschichte? Ja, Nina Petersen, die geht ja natürlich irgendwie so ernst und klar zu Gange. Letztendlich, glaube ich, profitiert sie am ehesten von dem, lass mal noch eine Variante ausprobieren. Mhm. Also, wo ich jetzt manchmal auch drauf bestehe, weil ich irgendwie sage, lass uns doch noch einfach was ausprobieren, auch bei einer Figur, die ich schon so gut kenne und eigentlich weiß, ja, so würde es wahrscheinlich sein, aber ich dann manchmal einfach Lust habe, was auszuprobieren. Ansonsten, ja, Nina Petersen geht ihren Weg. Ich wünschte, sie würde auch mal nach Skandinavien übersetzen, aber da gibt es momentan noch Probleme mit dem Redakteur. Der möchte gerne, dass das irgendwie nicht passiert. Heimisch, weil ich arbeite bleibt dran. Genau. Also eure Zusammenarbeit ist so alt, dass sie wahrscheinlich sich nie auflösen wird. So, gibt es schon Projekte, wo man sagen kann, in 3-4 Jahren gibt es den nächsten Kinofilm? Also ich hoffe, dass es spätestens in 3-4 Jahren den... Naja, es dauert dann doch tatsächlich immer 3-4 Jahre oder so, ne? Ich hoffe, dass es das mal wieder geben wird, aber wir machen verschiedene Sachen, wir haben gerade viele Sachen in Vorbereitung. Irgendwas wird es schon wieder geben. Wir sind jetzt in eine Produktionsfirma eingestiegen, auch zum Thema europäisches Kino, was ich nämlich auch erstaunlich fand. Das ist eine Kooperation mit Belgiern und wir sind nach Belgien gereist und da war es ein bisschen so, dass wir nach Hause geflogen sind und das Gefühl hatten, ich glaube, wir sind im falschen Land geboren, weil die Belgier, die haben auch echt einen super Humor und ja. Mal gucken, was daraus entsteht und vielleicht können wir ein bisschen belgischen Spirit nach Deutschland bringen, das würde mir auf jeden Fall gefallen. Guckst du jede Folge von Nina Petersen? Ja, klar. Mit großer Freude, ne? Ja. Nicht immer über die Bücher, aber... Ja, genau. Ich finde auch, das macht einen guten Job. Ja. Dankeschön. So. Jetzt sind Sie dran. Genau, geben Sie mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen mit dem Mikro, auch wenn das jetzt noch mehr abschreckt. Nee. Ich habe gleich ein paar Fragen und alle zu Norwegen. Das ging am Schluss so schnell, den Eltern, denen gedankt wird. Wie war da der Zusammenhang? Ach, im Abspann? Ja. Jetzt unser Zusammenhang, was Norwegen angeht. Ja. Also wir sind schon, seitdem wir ganz kleine Kinder sind, fahren wir einmal im Jahr nach Norwegen mit unserer gesamten Familie und treffen uns da bis heute eigentlich alle wieder, immer an dem gleichen Haus, was jetzt nicht uns gehört, aber ein Freund von unserem Vater. Und und deswegen haben wir so eine ganz klare Nähe zu Norwegen und haben da eben auch Freunde, einer unserer Freunde aus Kindheitstagen, der den Polizisten gespielt hat.
Der hat auch eben jetzt hier mitgespielt, obwohl der ist eigentlich gar kein Schauspieler, obwohl er das super gemacht hat. Und das war für uns, das hat das, die Klammer so ein bisschen geschlossen und so. Also da gibt es ganz viele Verbindungen. Also ich frage eigentlich deshalb, weil es scheint ja auf einmal ein Sehnsuchtsort der Deutschen zu sein. Ich erinnere mich, Berlinale letztes oder vorletztes Jahr. Norwegen. Norwegen, der Vater, und zwar der österreichische Schauspieler, der sonst ganz anders besetzt ist und der ganz groß da rauskam, der auch das Haus seines Vaters erbt, weil der gestorben ist und dann dort eben aufräumen muss und so, und seinen Sohn aus Berlin, die fahren auch aus Berlin, darum habe ich, das war das eine, und dann war doch dieser Film, der ist ein bisschen noch 2-3 Jahre vorher, das Ehepaar, auch im Norden, wo ein Unfall passiert, da ist die Minichmeier, spielt die eine. Wahrscheinlich nur. Von dem Matthias Glasner. Glasner, glaube ich. Ja. Und, ne, und da dachte ich, was eigentlich los, weil es gibt auch Finnland, ne, und es gibt also Island. Ja, ja. Aber und wir waren zuerst, ich habe das Buch ja 2005 also irgendwie. So. Aber jetzt habe ich einen Tipp. Jetzt habe ich einen Tipp zu Norwegen. Gestern war die Pressekonferenz, Buchmesse. Norwegen ist das Gastland. Und eigentlich, der Jürgen Boos, der Buchmessenchef, hat ja mal groß vorgehabt, mit Filmen einzusteigen. Und es laufen immer Filme auf der Buchmesse. Ich würde mal mit denen dringend Kontakt aufnehmen. Das ist schon dran. Wir haben vorher in der Pause also als gerade das einfach im Moment in der Luft liegt. Ganz Frankfurt wird zu der Zeit Norwegen sein. Die machen überall Ausstellungen. Und es ist wirklich Und das Motto heißt, der Traum in uns. Was passt besser? Als das war ein kleiner Tipp. Vielen Dank. Ja, super. Den Titel, den musst du noch kurz erklären, genau, das habe ich vergessen zu fragen. Den Titel erklären, wie ich darauf gekommen bin? Das kann ich nicht erklären. Ja, aber das ist doch die Geschichte. Also daher kommt es, aber woher die Geschichte kommt, weiß ich nicht. Die habe ich gehört. Ich dachte, du warst auch in dem Flugzeug. Ja, die habe ich auch mitgehört. Die beiden Schwestern sind sehr unterschiedlich, ja. Aber es gibt dann eine Szene, wo die quasi zusammenfinden, diese Schreisszene, die also völlig überraschend kommt, wo im Prinzip die sich aufeinander einlassen. War das so gedacht oder war das eher eine Inspiration, die sich an dem Dreh so ergab? Das war so geplant. Also diese Schreisszene war so geplant. Das, was es dann für uns irgendwie noch schön gemacht hat, war, dass es da oben so wahnsinnig windig war. Ich weiß gar nicht genau, ob man das, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, mir ist es jetzt so immer so bewusst, weil wir da irgendwie so viel dran umgeschnitten haben. Nee, aber ich fand das irgendwie so toll mit diesem Sturm da oben. Aber genau, das war so geplant. Aber dadurch hat es tatsächlich irgendwie ein bisschen was an, also für irgendwie mich war es anders, als es gedacht war ursprünglich mal, weil, und es war auch an einem Drehtag, da war eben die Sonne ging unter wieder mal und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das noch hinkriegen von der Zeit her, weil wir waren in der Nähe, aber wir waren relativ unten, wir mussten noch auf diesen kleinen Hügel rauf und so, und dann war auch insgesamt vom gesamten Team war so eine Energie da, jetzt passt gerade alles, ja, es ist irgendwie diese aufgeheizte Stimmung von der Natur, dann die Sonne geht unter, das heißt, wir haben einfach nicht viel Zeit zum Drehen, es ist limitiert, was es ja allgemein spannender macht, also eigentlich waren alle so ein bisschen elektrisiert, dadurch war das schon so auch über dem, wie es auch gedacht war, schon nochmal darüber hinaus ein elektrisierender Moment für alle irgendwie so, ja. Dazu passend würde ich gerne eine Frage stellen, wie bist du denn als Regisseurin, weil ich meine, du hast ja alle Formen des Angeleitetwerdens schon mal mitbekommen, also probst du dann viel oder bist du lieber jemand, die du gleich mal wirfst ins kalte Wasser und drehst schon mal gleich direkt mit, oder gibst du Raum zur Improvisation oder bist du mehr am Drehbuch was, du hast ja wahrscheinlich alles schon mal selber auch gemacht, wie bist du hier vorgegangen? Also wir waren immer sehr nah am Drehbuch. Wir haben ein paar Sachen zu Hause schon geprobt gehabt, wo irgendwie klar war, dass es so ein paar Autoszenen, das war ja irgendwie simpel, das einfach mal so auszuprobieren, um da eine Tonart zu finden. Oder die Szene mit den zwei Frauen und dem Carlos, das wollte ich irgendwie gerne mal ausprobieren zu Hause, wie das funktioniert. Ansonsten waren wir ziemlich nah am Drehbuch. Auf Improvisation bin ich selber überhaupt nicht gekommen, weil ich das, ich kann das nicht und ich mag das auch überhaupt nicht. Wenn Regisseure sagen, ja, jetzt improvisiert mal, dann mich hemmt das immer total. Ich brauche was, woran ich mich halten kann. Deswegen habe ich das überhaupt nicht gemacht. Wir haben dann so ein paar Sachen improvisiert. Da habe ich dann mich eigentlich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich das nicht viel mehr
gemacht habe. Das war, glaube ich, so ein bisschen von mir, so ein, weil ich da so gehemmt bin, wollte ich das nicht so gerne. Aber ich glaube, wir haben ein paar Leute dabei gehabt, die hätten das total gut machen können. Und dann muss ich sagen, war ich teilweise so nah am Drehbuch, dass ich manchmal auch den Schubser von Jonas brauchte, wo ich mich dann irgendwie total verhakt habe und dachte, ja, aber wir haben das doch so besprochen und das muss jetzt so sein und wieso funktioniert das nicht so? Und dann kam Jonas und hat gesagt, ja, aber dann machen wir es ganz anders und lass die doch jetzt mal was ganz anderes machen und so. Und plötzlich hat es funktioniert und ich dachte, ach, ich war aber auch irgendwie vernagelt. Und deine Szenen wirken stark improvisiert, finde ich. Meine also, Szenen? Also zum, diese Rauschhaften-Szenen zumindest. Ja, stimmt, die waren natürlich. Ach so. Nicht ja, so waren, 1:1 im Drehbuch. Die haben wir sehr, sehr ausführlich geprobt. Jetzt weitere Fragen. Oder auch Kommentare, denn es ist tatsächlich die erste öffentliche Vorführung nach den Festivals. Das heißt, es ist noch hochspannend, wie es Ihnen gefallen hat. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, nicht alle gleichzeitig, sondern einzeln. Bitte. Das ist deutsche Freude, ne? Aber es ist schon eine schöne... Ja, hallo, ich bin Miriam und ich muss sagen, mir hat der Film wahnsinnig gut gefallen, weil der eben, ja, den deutschen Humor so ein bisschen bricht. Also er ist wirklich was Besonderes, es hat echt Spaß gemacht, die Figuren auch. Die waren alle sehr speziell und haben mich neugierig gemacht. Ja, der Titel mit den Träumen, ich hätte gerne noch mehr über diese Figuren erfahren, noch mehr über deren Leben, also weil die so bunt waren und die waren ja alle nur angeschnitten. Man hat ja nicht das ganze Universum dieser Figur greifen können und da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Also das hat Spaß gemacht und es hat sowieso eine extreme Wirkung gehabt, diese Bilder wahrzunehmen. Also da standen viele Bilder für sich. Also das hätte man sich auch als Poster hinhängen können. Das fand ich sehr schön und auch der Soundtrack natürlich dazu. Also hat mir echt gefallen, wahnsinnig gut und ich werde ihn weiterempfehlen. Ich habe auch viel gelacht, aber es ist auch traurig. Also manchmal bleibt einem auch so kurz das Lachen im Hals stecken. Also so. Aber trotzdem musste ich auch viel lachen. Ich glaube, zu Hause hätte ich noch mehr gelacht. Hier traut man sich dann nicht so immer so. Also es ist toll. Also ich wünsche viel Erfolg Vielen weiterhin. Dank. Wie schön. Also wenn Sie weiterempfehlen, wir starten hier in Frankfurt am 4.7. im Orpheus Erben. Und da kommen wir auch nochmal zu Besuch dann am 7.7. Das erste Wochenende ist eminent wichtig. Genau. Ja. Also. Daran entscheidet sich, wie lang der Film dann weiterläuft. Ja, aber das soll noch kein Schlusswort sein. Gibt es noch weitere? Noch weitere Kommentare? Du musst deine deutsche Filmfrage noch stellen, bitte. Ich hab noch was in petto. Ja, ja. Nee, tatsächlich heißt die Reihe ja, was tut sich im deutschen Film? Und es ist tatsächlich auffällig, dass immer mehr ja, Schauspielerinnen und Schauspieler auch jetzt so langsam sagen, okay, ich bin irgendwie, so wie du es ja auch geschildert hast, nicht ganz so zufrieden mit dem, was ich so angeboten bekomme. Mich reizt das, jetzt selber Regie zu führen. Also wir haben über Caroline Herfurth vorhin schon mal gesprochen, Aileen Tetzel macht gerade ihr Regiedebüt, es gibt viele andere, die das auch machen. Ist das ein Trend? Unterhält man sich da auch unter Schauspielern? Und gibt es da Leute vielleicht, wo du sagst, dass, ja, bei dem hat es ganz gut funktioniert, so würde ich es gerne auch machen? Also diese Trends, das ist irgendwie, begleitet mich schon mein ganzes Leben, dass ich irgendwie Trends überhaupt gar nicht mitbekomme, sondern immer erst, wenn jemand sagt, das ist wohl ein Trend, dann denke, ach so, habe ich gar nicht gemerkt. Also genau, das, da hatte ich auf jeden Fall jetzt nicht vorher Kontakt mit vielen Kollegen oder Kolleginnen. Ich habe das natürlich jetzt auch durchaus wahrgenommen. Klar, Caroline hat schon ihre Filme gemacht, die macht jetzt, glaube ich, schon ihren dritten Film und so. Aber ja, also das wäre jetzt für mich auch nicht der Anschub gewesen, sondern eben mein Weg ist der gewesen, wie er war. Und jetzt war einfach die Zeit reif sozusagen. Dass es viele, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Idee, Regie zu führen, alleine aus dem ich bin unzufrieden mit dem, was ich mache, entstanden ist. Weil, also, dass wir unsere eigenen Projekte machen, das hat was damit zu tun, dass ich einfach zwischendrin Sachen machen will, für die ich total brenne oder wo man irgendwie ausbricht aus so einem System. Aber dazu müsste ich jetzt nicht Regie machen. Bei der Regie war es eigentlich zum einen, glaube ich, schon auch die Neugier. Wenn man selber angeleitet wird immer,
glaube ich, erwächst in einem ein bisschen das Gefühl, ich will das jetzt auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich fand das auch spannend, wie viele Seiten des Regisseurs sein ich auch aus der Schauspielerperspektive, obwohl ich es schon so lange mache, überhaupt noch nie gesehen habe. Aber es ging jetzt nicht in erster Linie darum, wenn ich das jetzt mache, mache ich es besser und sondern das, ich wollte es einfach ausprobieren. Und ich habe auch jetzt, wenn ich sage, ich würde gerne wieder Regie führen, weiß ich schon so viele Sachen, die ich gerne besser, anders machen würde oder eben einfach noch mal neu ausprobieren würde und so. Das hat jetzt gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich sage, das, was ich dann mache, solche Filme will ich nur machen. Ich will trotzdem als Schauspielerin weiterarbeiten und mit Regisseuren zu tun haben, weil das ist für mich natürlich schon auch wichtig, dass jemand einen neuen Blick auf mich hat, neue Sachen von mir fordert und so. Als Schauspielerin brauche ich jemanden, der von außen kommt. Und deswegen fand ich die Entscheidung, auch hier Regie zu führen und nicht die Hauptrolle zu spielen. Und bei dem nächsten Film wird Jonas wieder Regie führen und ich werde die Hauptrolle spielen und so. Das ist, ich finde das gut, dass man sich da auch so ergänzen kann. Was glaubt ihr, was müsste passieren, damit ein Sender bei sowas mit an Bord ist, bei so einer Geschichte, die auch mutig ist, die anders ist, als wir es gewohnt sind? Ja, also entweder man trifft halt auf einen Redakteur, du hattest jetzt gerade jemanden genannt vom SWR, ich denke schon, dass... HR, achso. Jörg Hinstedt vom HR, sag ich gerne nochmal. Ja gut, der HR. Ich habe ihn nie besetzt, weil sie bisher nicht in sein skurriles Bild reinpasste. Ja, aber genau. Wahrscheinlich, nein, ich weiß es nicht. Also genau, beim HR, das sehe ich ja auch immer wieder bei den Tatorten und so, hier gibt es ja echt total verrückte Filme. Ich habe noch nie einen Film für den HR gedreht, was ich sehr schade finde, weil eben, die haben wirklich coole Sachen. Aber eben, also... Gib das weiter. Bitte. Genau, also entweder man trifft auf einen Redakteur, der dann eben Lust hat, was anderes, Ungewöhnlicheres zu machen. Oder, das ist natürlich die B-Alternative, denke ich, wird sich dieses System, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen angeht, sowieso in den nächsten 10 Jahren spätestens ändern müssen. Weil ich glaube, es gibt so viele Einflüsse durch diese ganzen Streaming-Kanäle inzwischen und so. Und ich baue eigentlich ein bisschen darauf, dass auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen da sich so ein bisschen inspirieren lässt von den Sachen, die durchaus möglich sind und ein bisschen weggeht von diesem Erklärfernsehen und diesem doch sehr braven, wiederholenden... plotorientierte Krimihandlung. Zum Beispiel. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bin ich schon fast am Ende. Aber ich möchte natürlich gerne noch darauf hinweisen, die Reihe geht natürlich weiter, wie immer, jeden Monat, also auch nächsten Monat, aber dann erst am 31. Juli. Und zwar im Rahmen unserer großen Hannelore Elsner-Reihe. Wie Sie vielleicht wissen, ist Hannelore Elsner unserem Haus sehr nahe gestanden. Sie hat ja in Frankfurt gewohnt und war auch Fördermitglied bei uns hier. Wir machen eine große Reihe im Juli und am 31.07. wird Doris Dörrie zu Gast sein in unserer Reihe. Ulrich Sonnenschein wird auch dann das Gespräch führen mit Kirschblüten und Dämonen, was zugleich der letzte Kinofilm jetzt von Hannelore Elsner ja leider geworden ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall sehr, den ganzen Monat über. Von Kirschblüten Hanami, den Sie genau, das ist die Fortsetzung, sozusagen 10 Jahre später gedreht. Aber an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, wenn Fliegen träumen, Katharina Wackenagel, Jonas Grosch, großen Applaus, bevor Jonas noch was sagt. Ich wollte noch eine Sache sagen zur Finanzierung. Ne? Du hattest ja gefragt zur Finanzierung. Ist schon aus? Nee, es geht noch. Also wir machen das, wir finanzieren uns unter anderem auch immer dadurch, wir haben immer noch einen kleinen Merchandise-Koffer dabei, da verkaufen wir unsere bisherigen Filme. Klein ist untertrieben. Und natürlich auch den Soundtrack, allerdings nur auf Vinyl. Das heißt ja nur. Ja, das kann man so sehen. Ausschließlich. Ja. Genau, ausschließlich und natürlich auch ganz limitiert und so. Also nur, falls Sie Lust haben, vor Kopf, wir stehen gleich auch noch zu Gesprächen bereit, nicht nur für Geld. Also wie gesagt, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Katharina fliegt morgen nach Mexiko, also ganz toll, dass ihr heute nach Frankfurt gekommen ist. Großen Applaus und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön, Jonas. Danke, Uli.